Ja, Hallöchen. Legion TD2, wenn ich weiß, was das für ein Game ist. Pech gehabt. I don't care. Ich werde es doch nicht sagen. Nee. Das öfters zwar schon gespielt, aber nochmal für alle, die es nicht kennen. Tower Defense. Das war's. Danke. Wir sind im Ladescreen. Jetzt noch nicht mehr. Und wir spielen Lantern? Die neue Rasse? Ja, machen wir mal, ne? Nice. Welcome to Und ich Nova. glaube, ich werde noch mal den Zaun, die Musik aktivieren. Ja? Weil wieso nicht? Ein bisschen Hintergrundmusik. Ist ganz nett. Warte mal, komm. Können wir ein bisschen mehr, ne? Das ist gut. So, ich würde aber mal mit dem Recommended starten. Make so. Oh, der kann relativ früh wieder neu verkauft werden. Oh, fuck. Genau. Das ist das Lustige an den Atlantean Boys. Man kann relativ gut. Also, die können sich alle in irgendwie acht verschiedene Sachen weiterentwickeln. Den kann ich zum Beispiel in Ocean Templar oder King Claw weiterentwickeln. Das eine ist eher so ein Tank. Das andere ist was anderes, ja. High Damage Fighter mit einer Healing Aura. Ja, und der kann Gegner stunnen. Ja, 80% Damage, bla bla, ins Los, verringert die Attacks. Ja. Genau, und der gibt halt 30 Health Regeneration zu seinen Boys nebenan. Also. Mein. Naja, mal schauen. Genau, ich habe eben gerade mal irgendwas gelesen. Wem senden wir denn? Den senden wir. Wer hat das Vieh? Das ist. Kriegt aufs Maul durch Impact. Ja, wir haben nichts, was wir Impact senden können. Schade. So, und die, was macht denn der Angler? Der bekommt ein Aptitude. Das ist ein Mealfighter allerdings. Jetzt ziehen wir den mal hier neben den Tank. Boah. Das ist natürlich anscheinend eine Strategie, die immer noch sehr klassisch ist. Den Bananabunker hinzubauen. Naja. Also uns geht's hier gut. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie die Standardstrategie. Können wir weggehen? Magic Impact, bla. Okay. Interessant. So, ich baue noch mal einen von denen hier. Genau, welchen. Okay, das ist noch nicht die nächste Entwicklung hier. Medium Fighter Boy. Holen wir noch mal einen. Schmeißen wir noch ein paar dahin, Alter. Absolut keine Ahnung, was ich hier tue. Juckt doch keinen. Ah, zwei Schnecken mitgesendet. Einfach damit die sterben. So, und was kann ich hier entwickeln? Kann man sich gleich gucken. Wir schießen Blubbellaser. Geil. Und keine gute Idee. Ich habe irgendwie nur Scheiße gebaut. Also richtig scheiße. Ja. Das ist natürlich sehr doof. Ich hätte nicht einfach das Range springen sollen, fällt mir mal ein. Ja, cool. Ich weiß selbst, dass ich fucking Frösche durchlassen, aber dass das super dumm ist. Oh, das ist. Naja. Wir schaffen das noch. Ja? Bin da sehr zuversichtlich. Ja, wir könnten hier aufrüsten.
Ah, du Fucker da. Okay, Mein Seaserpent. Der buddelt dich ein. Ja. Und kommt sneaky von hinten. Weil man ihn weiter genug vorne eingebuddelt hätte. Ehrlich sagen, aber meine Strategie scheint irgendwie nicht so gut zu funktionieren. Und das Spiel hat irgendwie an Performance verloren, habe ich das Gefühl. Naja. Gegen die Bananaviecher ist halt immer noch... Wahrscheinlich nehme ich an... Die Spinne geil. Gibt doch eine Siege Room jetzt. Glaube ich, einer ist dazugekommen jetzt. Na, das schaffen wir noch easy. Oder auch nicht. Was macht er denn für ein Damage? Wieso halten die auch nichts aus? Wieso machen die kein Damage? 8! Weiß nicht, ob das so schlau ist. Was ich hier tue. Ich habe ein bisschen Einheiten rausgeschissen, damit ich Einheiten bauen kann. Also weil die scheinen komplett useless zu sein, wenn man sie nicht aufrüstet. Genau. Form into Azeroth finden. Ah, ich kann dies changen, wie ich lustig bin. Ah. Angelboy. Und du nochmal. Zack, alles raus. Das ist gut, dass sie da den Boss zumindest fokussen. Da sehe ich mich, glaube ich. Aber er sieht sich da auch. Aber. Die machen eigentlich einen netten Job, aber der... Die Dornrüstung von dem Boy halt zurückschlägt. Das ist halt absolut asozial. Naja. Ey, ich hab mal gehalten wieder. Yay. Yeah. Ja, doch, wär's mal ein Worker. Also es scheint irgendwie so gerade die Meta zu sein mit den Banana Boys. Naja. Mal schauen. Genau, warte, was hat. Magic und Swift, der ist auch Magic und Swift. Aber ist natürlich deutlich tankiger, ne? Rüste den mal aus. Also wenn ich den ausrüste. No longer gains aptitudes. Ah. Das ist nicht schlecht. Wenn er dich. It's not bad, Alter. Ja, die Wave ist halt trotzdem immer noch scheiße. Da sind die Leute einfach 20 Brutes und Gutes und irgendwie kann ich dagegen nicht groß für was tun, weil ich einfach dumm bin. Naja. Der hat auch geleakt, aber ich leak halt auch krass, ne? 61% ist halt absolut retarded. Mach weg. Und der mit seinen zwei Bananabäumen ist halt einfach zum Kotzen, ne? Ah, gut. Was soll man machen, ne? Was gibt's eigentlich für Legion Spells? Full House, Loan und Market. Okay. Okay. So, die Prinzess. Bad. Ja, den hätte ich halt echt woanders hinpacken müssen. Naja, ich könnte den Jungen in die Frontline noch stecken, aber nö. Senden wir einen Dino-Shin.
Der ist halt echt scheiße platziert. Muss ich zugeben. Weil der kriegt das. Ach, wenn der Gegner stirbt. Okay. Ja. Guck mal, das meiste ist weg. Das sollten wir durchhalten. Na, wenn der Fokus nicht so geistig gestört wäre. Guckst du an. Die geistige Störung beim Fokus ist halt wieder schon wieder. Wir hätten halt drei Viecher einfach instant wegböllern können und dann wäre halt insgesamt nicht so viel Schaden auf einen zugekommen. Das sackt. Muss man jetzt aber durch. Ich wollte auch was anderes spielen, ne? Aber wie gesagt, das andere Game wollte nicht. Sollte nicht gespielt werden. So. So, den können wir aufrüsten. Weil die bringen halt echt nichts, wenn die halt Level 1 sind. Die sind komplett useless. Apply Upgrade können wir uns auch mal. Joa. Also man merkt schon, wenn man raus aus dem Game ist. Das merkt man. Ja, der hat drei Einheiten. Die haben alle nur drei Einheiten. Irgendwann mache ich falsch, Leute. Irgendwann mache ich falsch. Gut, der Sea Serpent hat ganz gut genervt. Na, die Wave scheint generell einfach zu sein. Der hat auch nicht gesendet, ne? Nee. Ja, aber ich muss eigentlich... eigentlich Viecher bauen. So, ja, komm. Gönnen wir uns den hier. Der ist generell recht gut. Gönnen uns noch einen. Ich glaube, ich brauche noch mehr von denen und dann baue ich die aus. Oh, ich wollte gar nicht mit vielen. Hm. Egal. Oh. Das sieht gut aus, aber hat mir nichts gesendet. Nein. Aber ich werde ihnen alles senden, was ich finden kann. Weil ich muss halt halten. So, ich darf nicht weiter liegen. Das ist halt. Dann liegt. Das ist halt der arme Kanadier hier. Kann ich ihn da nicht antun. Na, das bringt nicht wirklich was. Es hat diesen. Hm. Wahrscheinlich ganz interessant. Ich baue mal einen von denen. Ja. Mal gucken. Die Sea Serpents vorne sind halt interessant, weil die halt den Sand ein bisschen nerven können, wenn er dahinter ist. Ja, da. Nerven direkt ein bisschen, ziehen den Damage ein bisschen ab. Aber es wird wahrscheinlich überhaupt nicht reichen. Weil die Kiste da unten, die macht übelst ein Damage. Und an die komme ich nicht ran. So, und hier, der hat nicht. Der hat zwei Einheiten verloren. Zwei Einheiten. Und wir liegen beide. Das ist halt. Echt nicht gut. Naja. Ah, dein Grand Daddy war ein bisschen scheiße, ne? Er hat übelst viel Damage reingehauen. Na, meiner war auch nicht besser. Davon mal abgesehen, aber. Ja, ja, kriegen halt schon übelst auf die Scheiße. Übelst aufs Maul. Kriegen übelst auf die Scheiße.
Market mache ich auf jeden Fall. Oder Loan. Nee, Market kann ich mir. Yes. Ausbauen. Yes. Mehr Viechers. Yes. Ja. Not bad. Not bad at all. So. Mann, die sind aber auch krass, die Bäume, ne? Das ist halt einfach nur nervig. Das war easy. Naja, noch. Der Junge ist fast full. Ja. Musste mal langsam auf einen guten Nenner kommen. So. Und noch ein Fischi. Und noch ein. Ja. Ich geh mit meinem Jungen mit. Einfach in der Hoffnung, dass wir hier irgendwie durchkommen. Er hat einfach eine riesige Tankline, die auch noch übelsten Damage macht. Das ist einfach asozial. Wir kommen halt nicht mal andersweise irgendwo durch. Ich hätte mal einen Plan machen sollen beim nächsten Wave Ascenten. Das war dumm von mir. Komplett geistig gestört. Ich werde halt Tanks of Doom, ne? Kannst du überhaupt nichts gegen machen? Naja. Hier hinten ist das übelst am Laggen, das Game. I don't know why. Aber es tut es. Yes. Nein. Machen wir das. Machen wir das. Dann war es das auch. Und da ist ein Fly Upgrade. Ja, mal gucken, Alter. Puh, das ist eigentlich ganz nice. Aber ist auch echt teuer, also. Not bad. Ah, lol. Diese drei Schüsse, die sie macht. Neat. Ja, guckst du, die machen viel mehr Damage an denen. Aha. Aha. What the fuck? Ach ja, cool. Da war ein Tower drin, den habe ich nicht gesehen. Ich glaube, das ist GG. Naja, ich werde jetzt nicht aufgeben, Kollege, mein Gott. Den Kill kannst du den Leuten doch geben. Gut war scheiße gespielt, ja, gebe ich zu. Aber gut. Nächstes Mal wird besser. Oder ich mache einfach nur einen Mate. Ich würde sagen, wir gucken uns ganz kurz das Scoreboard an und dann legen wir auch schon los, ne? Ja, ich war scheiße. Gut, danke fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.